Ja, guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, sehr geehrte Herren Senatoren aus Polen und aus Frankreich, sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren Bevollmächtigte, sehr geehrte Experten unserer heutigen Gesprächsrunden, meine verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Wir sprechen über Hate Speech, Fake News, Social Bots, ganz interessante Themen, und wir tun das in einem ganz besonderen Format, und da freue ich mich sehr, dass das hier heute so zustande gekommen ist, und zwar im Format des Weimarer Dreieck, eine ganz hervorragende Idee, die man hatte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die stabile deutsch-französische Freundschaft zu erweitern auf die Achse Deutschland, Frankreich, Polen, mit dem Gedanken, dass wenn diese drei Staaten miteinander im Einklang sind, dass natürlich das ein ganz wichtiges Zugpferd für die europäische Entwicklung sein kann. Also ohne diese drei Staaten geht in Europa wenig. Das war die Idee. Man muss gestehen, es ist ein bisschen eingeschlafen, diese Idee. Und deswegen hat man das auch vor einigen Jahren jetzt wieder aktiviert. Und wir haben im Rahmen dieses Formats ja bereits letztes Jahr das Vergnügen gehabt, in Warschau zu diskutieren. Ich finde das sehr gut. Ich finde das auch sehr gut, weil wir ja durchaus auch Diskussionen haben zwischen den Staaten auf der Regierungsebene, die nicht immer einmütig sind. Umso wichtiger finde ich, dass wir im Gespräch sind und uns konkreten Fragen zuwenden, wo wir sehen werden, die Probleme sind die gleichen, die Lösungen unter Umständen unterschiedlich, und wahrscheinlich hat niemand perfekte Lösungen zum jetzigen Stand. Aber umso interessanter finde ich es, zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, als Moderatorin, die uns durch den Tag führen wird, Frau Helene Bubrowski gewinnen zu können. Da hinten steht sie, ja, prima. Sie ist politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, berichtet im Schwerpunkt über Rechtspolitik, ist also vertraut mit den ganzen Debatten, die um diese Themen geführt werden, und natürlich deswegen eine ganz wunderbare Moderatorin für den heutigen Tag. Ich habe es in der Vorbesprechung eben schon gesagt, sie hat die Aufgabe, uns alle zu disziplinieren, damit wir auch uns wechselseitig die Gelegenheit geben, zu Wort zu kommen und auch pünktlich enden können. Noch mehr freue ich mich, dass der Präsident des Bundesrates zu uns sprechen wird, Herr Müller, regierender Bürgermeister von Berlin. Das macht auch noch mal deutlich, welchen Stellenwert diese Veranstaltung auch für den Bundesrat hat. Ich freue mich sehr darüber, Herr Präsident. Ja, sehr geehrte Senatoren, Herr Dr. Steffen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier im Bundesrat. Ich freue mich, dass wir heute zu unserem zweiten Diskussionsforum Weimarer Dreieck hier einladen konnten und Sie alle begrüßen können. Die Zusammenarbeit von Frankreich, Polen und Deutschland im Weimarer Format hat ja bereits eine 25-jährige Tradition, und wir haben es eben gehört, es könnte durchaus etwas lebendiger sein. Ich glaube, im Bereich der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft ist es durchaus lebendig und es gibt einen fruchtbaren Austausch. Aber es ist schön, dass jetzt auch der Bundesrat und die Senate Frankreichs und Polens sich zu dieser trilateralen Zusammenarbeit entschlossen haben und das jetzt auch tatsächlich immer stärker pflegen. Ich begrüße es also sehr, dass wir über die regelmäßigen Treffen der Präsidenten hinaus, wie dieses Jahr ja auch zum Beispiel in Tallinn, wo wir uns begegnet sind, uns zu aktuellen Fachthemen miteinander austauschen können. Ein drängendes Thema wollen wir heute miteinander behandeln. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Welt wirft natürlich zahlreiche Fragen auf die wir alle miteinander noch keine umfassenden Antworten haben. Eins scheint jedoch gewiss zu sein, die Antworten kann ein nationaler Gesetzgeber alleine nicht geben. Hier ist die Staatengemeinschaft gefordert, gemeinsam internationale Lösungsansätze zu finden. Und das gilt insbesondere für den Umgang mit Hate Speech, Fake News und künstlicher Intelligenz. Mit Spannung erwarte ich daher auch die Diskussion in unserem internationalen Forum mit Experten aus Frankreich, Polen und Deutschland. Und Herr Senator Dr. Steffen, dem Vorsitzenden unseres Rechtsausschusses, möchte ich ganz herzlich auch für die Initiative zu dieser Veranstaltung danken und auch, wie kompetent und engagiert das von Ihrer Seite aus begleitet wird. Meine Damen und Herren, Demokratie ins Netz ist der Hashtag für das heutige Forum.
Und wir wollen darüber diskutieren, inwieweit digitale Kommunikation und Information und deren Begleiterscheinung die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung sowie unser Verständnis von politischer Teilhabe und demokratischer Öffentlichkeit verändern. Führt die digitale Revolution zu einer Stärkung demokratischer Werte und Prozesse durch mehr Beteiligung und Interaktion oder eher zu einer Schwächung durch Fragmentierung und Beschleunigung? Haben die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mehr Einfluss oder werden sie eher zum Spielball neuer Akteure? Müssen sich unsere Demokratien unter digitalen Bedingungen gar neu erfinden? Das sind Fragen, die uns alle bewegen und die für die Zukunft von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sehr wichtig sind und die im Übrigen auch für die Politikerinnen und Politiker die tägliche Arbeit verändern werden. Das Internet bietet nahezu unbeschränkten Zugang zu Informationen und eröffnet neue Möglichkeiten der demokratischen Mitwirkung und Interaktion. In Echtzeit können wir alle, können unsere Wählerinnen und Wähler verfolgen, was in Parlamenten diskutiert und wie abgestimmt wird. Aber wie demokratisch ist eigentlich die digitale Revolution? Kommentarspalten in Online-Zeitungen, Blogforen und Social-Media-Plattformen ermöglichen einer breiten Masse eine aktive Beteiligung an der politischen und gesellschaftlichen Diskussion. Die Zugangsschwellen für politische Teilhabe haben sich verringert. Durch einige wenige Klicks kann man online Petitionen einreichen und unterstützen oder natürlich auch an Umfragen teilnehmen. Politische Institutionen und Akteure sind scheinbar nahbarer geworden, da über das Netz ein unmittelbarer Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern möglich ist. Die virtuelle Welt überwindet räumliche Entfernung und erlaubt daher auch neue Möglichkeiten außerparlamentarischer Organisationen und Beteiligungsformen. Doch zugleich häufen sich Meldungen über die Schattenseiten der technologischen Entwicklung. Der Ausschuss für Digitales, Kultur und Medien des britischen Parlaments kam in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass IT-Konzerne wie Facebook, Twitter und Google durch die Verbreitung von Falschinformationen und Hassbotschaften auf ihren Plattformen mitgeholfen hätten, die Volksabstimmung zum Brexit zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten wird ja nun schon seit Jahren darüber diskutiert, ob und in welchem Umfang die Präsidentschaftswahlen über Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zumindest mit beeinflusst wurden. Die EU-Kommission warnt vor einer Beeinflussung der Europawahlen im nächsten Jahr. Das sind alles keine ganz neuen Phänomene. Falschmeldungen und Hassreden hat es immer schon gegeben. Neu ist hingegen die Schnelligkeit, mit der solche Meldungen und Kommentare verbreitet werden, deren Reichweite und die Intransparenz im Hinblick auf die Urheberschaft. Und hinzu kommt, wer einmal im Netz steht, entfaltet Wirkung. Und was einmal im Netz steht, vor allen Dingen entfaltet Wirkung, egal ob es falsch oder wahr ist. Und im Schutz, meine Damen und Herren, der Anonymität sinkt, auch das erleben viele Politikerinnen und Politiker hautnah, da sinkt die Hemmschwelle. Die Regeln des zivilisierten Zusammenlebens und einer von Respekt getragenen Kommunikation werden mitunter ignoriert. Da wird ein Kommentar zur Waffe, die das Gegenüber verletzen soll. Und ich finde es richtig und wichtig, dass Opfer von Hate Speech die Attacken auch offenlegen und darüber sprechen, wie sehr sie dadurch verletzt werden, so wie es zum Beispiel einige Politiker kürzlich in der Zeit gemacht haben. So kann eine breite Solidarität mit den Opfern von Hasskriminalität entstehen und auch eine nötige Wachsamkeit bei Regelverletzungen. Meine Damen und Herren, Christoph Meinl, Professor für Internettechnologie am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, verglich die Digitalisierung einmal mit der Entdeckung eines neuen Kontinents. Zunächst zögen nur Forscher und Abenteurer in die neue Welt und nach folgen dann alle anderen. In dem zunächst rechtsfreien Raum setzt sich zuerst das Recht des Stärkeren durch. Je mehr Personen jedoch diese neue Welt bevölkern, desto dringender bedarf es allgemeingültiger Regeln für das Miteinander. Die Regeln der Zivilisation müssen nun auch in die neue Welt, in den virtuellen Raum in diesem Fall einziehen. Diese Zivilisierung der virtuellen Welt halte ich für eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Es geht dabei nicht darum, den digitalen Fortschritt aufzuhalten, kann man ohnehin nicht, sondern es geht darum, rechtsstaatliche Grundsätze auch im virtuellen Raum durchzusetzen. Das ist angesichts weltweiter Vernetzung und global agierender Plattformen auf der einen
und der auf nationale Regelung beschränkten Gesetzgebung auf der anderen Seite nicht leicht. So gibt es zum Beispiel keine weltweit einheitliche Definition von Hate Speech. Hate Speech ist immer in einem gesellschaftlichen Kontext auch eingebettet, der meist geprägt ist von nationalstaatlichen Ordnungen. Auch unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schöner Name, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, orientiert sich am deutschen Strafgesetzbuch. Ich vermute daher, dass wir bereits in diesem Kreis nicht zu einem einheitlichen Verständnis des Begriffs Hate Speech gelangen würden. Weil es keine verbindlichen globalen Normen gibt, entwickeln Social-Media-Plattformen eigene Regeln und Praktiken, um die Kommunikation ihrer Nutzer zu regeln. Nach welchen Kriterien diese Standards entwickelt wurden, an welchem Kultur- und Rechtsverständnis sie sich orientieren und nach welchen Regeln sie angewendet werden, ist weitgehend unbekannt. Ich hoffe daher, dass die folgende Diskussion auch in diesem Sinne einiges zur Klärung beitragen wird. Deutlich mehr Transparenz ist auch im Hinblick auf die Auswahl von Informationen im Netz erforderlich. Social-Media-Plattformen sind eben nicht, wie der Name suggeriert, neutrale Provider wie die Post, die Inhalte lediglich weiterleiten. Vielmehr werden Inhalte mit Hilfe von Algorithmen arrangiert, ausgewählt und auf unsere vermeintlichen Interessen und Gewohnheiten zugeschnitten. Ein Vorgehen, das die oft behauptete Freiheit und Demokratisierung des Internets untergräbt. Für die Nutzer ist in keiner Weise ersichtlich, auf welcher Basis die Auswahl erfolgt, sodass man die Frage aufwerfen kann, ob wir als digitale Bürger überhaupt noch autonome Entscheidungen treffen. Was bedeutet es für eine demokratische Öffentlichkeit, dass eine Handvoll privater Unternehmen zu einem großen Teil die Entscheidungskompetenz darüber hat, welche Informationen veröffentlichungswürdig sind? Und wir dürfen nicht übersehen, dass dabei künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, die über die Wichtigkeit von Informationen entscheidet und entstanden ist, deren Verbreitung gezielt zu beeinflussen und so Debatten auch systematisch zu manipulieren. Für Nutzer ist oft nicht erkennbar, wer sich hinter bestimmten Profilen verbirgt, Mensch oder Maschine. Ebenso wenig, wer für bestimmte Inhalte verantwortlich ist, von wem Werbung in sozialen Netzwerken finanziert wird. Was bedeutet es für demokratische Willensbildung und Entscheidungsprozesse, wenn die Meinungsbildung zunehmend von Algorithmen beeinflusst wird und Falschinformationen über soziale Netze weltweit verteilt werden können? Meine Damen und Herren, Zivilisierung und Regulierung der Netzwelt stellen uns also vor erhebliche Herausforderungen. Diese dürfen uns jedoch nicht davon abhalten, unseren Anspruch umzusetzen, dass die Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche Zusammenleben vom Gesetzgeber gemacht werden. Ziel sollte es sein, IT-Unternehmen dazu anzuhalten, Prozesse transparenter zu machen. Dazu gehört zum Beispiel, Kriterien zu publizieren, auf deren Grundlage Algorithmen funktionieren, die Urheber und Finanzierer von Werbebeiträgen kenntlich zu machen, um so den Bürgerinnen und Bürgern einen Teil ihrer Entscheidungsautonomie zurückzugeben. Plattformregulierung muss die Meinungs- und Informationsfreiheit der Nutzer wahren, zugleich aber Schutz vor Hass und Gewalt und vor gezielt manipulativen Falschmeldungen bieten. Angesichts der weltweiten Ausdehnung sozialer Netzwerke brauchen wir entsprechende globale Lösungen. Wir sind daher zunächst auch als Europäer gefordert, gemeinsam mit unseren Möglichkeiten Regulierung zu entwerfen. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich nur ganz kurz auf einen weiteren Aspekt aufmerksam machen, denn Plattformregulierung kann und wird mit Sicherheit auch nicht die alleinige Lösung sein. Wir müssen zudem digitale Kompetenz und digitale Zivilcourage fördern, damit sich Nutzer besser in der virtuellen Welt zurechtfinden und mögliche Gefahren ihrer Aktivitäten auch beurteilen können. Diese Kompetenz muss möglichst früh vermittelt werden, möglichst in der Schule. Und zwar auch nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrerinnen und Lehrern muss es eine entsprechende Medienkompetenz geben. Denn nur mit aufgeklärten Bürgern wird uns eine Zivilisierung der virtuellen Welt und auch ein selbstbestimmtes Leben im digitalen Zeitalter gelingen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, freue mich, ich will es noch einmal betonen, dass Sie heute hier im Bundesrat unsere Gäste sind und wünsche Ihnen und uns allen eine anregende und spannende Diskussion. Vielen Dank.